Ja, noch ein letztes Mal wollen wir eintauchen in die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Wir haben schon eine Menge erlebt mit Josef und seiner Familie. Es ging darum, wie er groß geworden ist in dieser Familie, ein bisschen verpäppelt, Lieblingskind von Papa, war nicht so ganz die pädagogische Meisterleistung, die Jakob da an den Tag gelegt hat. Es ging dann auch ein bisschen durcheinander und es gab Streit und Neid. Er hat tolle Träume gehabt, die keiner nachvollziehen konnte. Die anderen mussten sich alle vor ihm verneigen. Und er hat es wahrscheinlich auch nicht so ganz nett verkauft und diplomatisch rübergebracht und liebevoll, sondern war wahrscheinlich schon ein kleiner Kotzbrocken als Jugendlicher. Und seine Brüder haben ihn gehasst deswegen, sie haben ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft und dann ist er durch eine ganz, ganz schwere Schule gegangen und harte Jahre als Sklave in Ägypten im Gefängnis und aufgestiegen zum zweitmächtigsten Mann im Land der Pyramiden als Stellvertreter des Pharao. Und letzten Sonntag ging es dann darum, wie er seine Brüder auf den Prüfstand gestellt hat. Und dann gab es ein paar Dinge, da predigen wir nicht drüber, das erzähle ich aber auch kurz, damit ihr den Zusammenhang habt, in dem wir heute dann einsteigen. Dann ist die ganze Familie umgezogen nach Ägypten, es gab ein Wiedersehen mit Vater Jakob, sehr, sehr tränenreich. Jakob ist dem Pharao begegnet, hat auch ihn gesegnet, die ganzen Israeliten, diese ganze Großfamilie mit allem drum und dran, ist angesiedelt worden in Ägypten, in einem sehr fruchtbaren Teil des Landes beim Nildelta in der Nähe da. Und dann wird erzählt, wie Jakob stirbt. Das ist ein großer Einschnitt in der Geschichte dieser Familie. Und Jakob hat einen letzten Wunsch gehabt. Er hat gesagt, beerdigt mich nicht hier in Ägypten in der Fremde, sondern beerdigt mich in dem Land, das Gott uns verheißen hat in alle Ewigkeit. Und deswegen gibt es eine ganz, ganz große Beerdigungsprozession, so einige Zeit später, nachdem Jakob einbalsamiert wurde und eine Trauerzeit in Ägypten war. Und sie haben ihn beerdigt in Machpela. Das ist das einzige Stück Land gewesen, das den Israeliten damals schon gehört hat, in Kanaan. Abraham hatte diese Höhle gekauft für seine Frau Sarah, als sie gestorben war. Da sind einige Familienmitglieder schon beigesetzt gewesen. Und dann sind sie also wieder zurückgekommen nach Ägypten. Und nachdem Jakob tot war und sie wieder da waren, hat die Brüder von Josef plötzlich Panik ergriffen. Und sie haben überlegt, hey, wir haben Vater Jakob zwar nie gemocht, wir fanden es immer blöd, wie er mit uns umgesprungen ist und dass er immer den Josef bevorzugt hat und dann den Benjamin und so. Aber irgendwie war er doch sowas wie eine Lebensversicherung für uns. Und sie haben echt Angst bekommen, wenn Josef jetzt plötzlich zum großen Rachefeldzug ansetzen würde, dann würde es uns wirklich dreckig gehen. Und es wäre ja auch verständlich, denn wie übel haben wir ihn behandelt. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt einfach uns den Text lesen, um den es dann heute geht, aus dem letzten Kapitel des ersten Buches Mose, 1. Mose 50, einige Verse. Weil ihr Vater nun tot war, bekamen Josefs Brüder Angst. Was ist, wenn Josef sich jetzt doch noch rächen will und uns alles Böse heimzahlt, was wir ihm angetan haben? Sie schickten einen Boten zu Josef mit der Nachricht, bevor dein Vater starb, beauftragte er uns, dir zu sagen, vergib deinen Brüdern das Unrecht von damals. Darum bitten wir dich, verzeih uns. Wir dienen doch demselben Gott wie du und unser Vater. Als Josef das hörte, musste er weinen. Danach kamen die Brüder selbst zu ihm, warfen sich zu Boden und sagten, wir sind deine Diener. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst. Ich maße mir doch nicht an, euch an Gottes Stelle zu richten. Was er beschlossen hat, das steht fest. Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat Gutes daraus entstehen lassen. Durch meine hohe Stellung konnte ich vielen Menschen das Leben retten. Ihr braucht also nichts zu befürchten. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. So beruhigte Josef seine Brüder. Und sie vertrauten ihm.
Josef, seine Brüder und ihre Familien blieben in Ägypten wohnen. Josef wurde 110 Jahre alt. Das ist ein schöner Satz am Schluss, ne? Das fällt mir jetzt gerade so auf. Josef wurde 110 Jahre alt. Das heißt, er war über 80 Jahre lang ein wunderbarer Leiter, den Gott gesegnet hat. Man sagt da, nur ein Drittel aller Leiter in der Bibel haben ein gutes Ende. Josef gehört dazu. Und er hat über 80 Jahre im Segen Gottes als Leiter gewirkt. Das ist echt großartig. Aber gut, wir gehen ein bisschen zurück. Eher so in den vorderen Teil dieser 80 Jahre. Da waren diese Brüder also in Panik und sie haben diese Spannung eigentlich nicht mehr ausgehalten und sie, was wird Josef mit uns machen und so, und sie beschließen jetzt was zu unternehmen und dann schicken sie einen Boten zu ihm. Sie trauen sich nicht mal ihm unter die Augen zu treten, sie haben so Angst, so schlotternde Knie, dass sie nicht mal wagen, sich selber hinzugehen. Und ich denke, der Josef hat nicht schlecht gestaunt, als er da, das hat sich, das Bild ist von Lawrence Almatadema, so hat er sich Josef vorgestellt vor 140 Jahren oder wann es gemalt wurde. Und dann wird ihm gemeldet, hey, da gibt's einen Boten von deinen Brüdern. Und dann wird ihm diese Nachricht ausgerichtet. Dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib deinen Brüdern die Schuld von damals. Und was macht Josef, als er das hört? Er weint. Er weint. Warum weint er? Ich denke, es gibt zwei Gründe, die so naheliegen, was da dahinter stecken könnte. Das eine ist, wahrscheinlich hat er gewusst in diesem Moment, jetzt lügen sie auch noch. Ich habe so wenig Vertrauen zu mir, dass ich mich jetzt auch noch anlügen. Denn wir lesen in den Versen davor, in Kapiteln davor, dass Jakob länger krank gewesen war. Er lag auf dem Krankenlager und Josef hat ihn öfter besucht. Er war sogar bei ihm, als Jakob gestorben ist. Er hat ihm die Augen zugedrückt, nachdem er tot war. Und Josef hat sich wahrscheinlich gedacht, hey, wenn das unserem Vater so wichtig gewesen wäre, dass er das nochmal sagen muss, dann hätte er mir es doch selber gesagt. Dann hätte er nicht den Brüdern gesagt, lasst dem Josef ausrichten. Aber Jakob hatte offensichtlich viel, viel mehr Vertrauen zu Josef als seine Brüder. Er hat es nicht für nötig gehalten, da nochmal was klarzustellen oder so. Und die Brüder greifen zu einer List, zu einer Lüge um und nehmen nochmal den Vater da in Anspruch, um da mit ihrem Bruder klarzukommen und ins Reine zu kommen. Ich denke, das ist der eine Grund, weshalb Josef geweint hat. Das andere ist der, dass er gemerkt hat, hey, das ist doch eigentlich Wahnsinn, wie unfrei, wie belastet meine Brüder immer noch sind. Das ist doch jetzt lange her. Ich habe es nachgerechnet, es sind ungefähr 30 Jahre vergangen gewesen, seit diesem Jahr, als sie ihn in die Sklaverei verkauft hatten, bis dann Jakob tot war. Er hat noch 17 Jahre gelebt in Ägypten, Jakob. 30 Jahre her. Und sie können immer noch nicht glauben, dass alles gut ist, dass es Vergebung gibt. Und ich denke mir, oft geht es Gott mit uns genauso, dass Gott sich sagt, hey, wie lange ist es jetzt her, dass ich dir vergeben habe? Und du kannst es immer noch nicht fassen. Und es drückt dich immer noch und du quälst dich immer noch damit ab und läufst immer noch mit diesem unbereinigten Schuldpaket durch die Gegend. Du kannst es nicht glauben. Dabei habe ich dir doch schon längst vergeben. Und das ist wirklich so. Gott hat uns vergeben. Unsere Schuld ist, wie die Bibel sagt, versenkt im tiefsten Meer. Da, wo es wirklich nicht mehr tiefer geht, Marianengraben oder was, da die tiefste Stelle, wie auch immer ist, wenn man nachher. Und Corrie ten Boom hat immer gesagt, da oben ist eine Boje, da steht ein fettes Schild, Angeln verboten. Ihr braucht es nicht wieder hochholen. Es ist vergeben, es ist vergessen, es ist bereinigt. Und die Brüder von Josef können das einfach nicht glauben.
Sie sind da irgendwie so misstrauisch. Und oft geht es uns, glaube ich, auch so, woran das auch immer liegen mag. Vielleicht denken wir manchmal, es ist so schlimm, was ich getan habe. Das kann doch nicht einfach gut sein jetzt. Vielleicht fehlt es an unserer Beziehung zu Gott, dass wir dieses Vertrauen nicht haben zu unserem himmlischen Vater, dass er uns wirklich so sehr liebt, dass er unsere Schuld für immer weggeräumt hat. Vielleicht haben wir ein falsches Gottesbild in uns, dass das nicht zulässt, dass wir denken, Gott ist so gut zu mir. Aber es müsste nicht so sein. Wir können frei sein. Unsere Schuld muss uns nicht länger drücken. Das hat Josef verstanden und seine Brüder nicht. Und wir feiern nachher Abendmahl. Und ich möchte euch wirklich bitten, überlegt euch, was gibt es vielleicht bei mir noch? Was schleppe ich so an Schuldpaket noch mit mir rum, was gar nicht nötig wäre? Ihr könnt es abladen unter dem Kreuz von Jesus und dann kann es für immer weg sein. Und dann kommen die Brüder noch persönlich vorbei bei Josef und bringen das Ganze nochmal so vor. Und sie werfen sich vor ihm nieder, wieder einmal, wo sein Traum, was er gehabt hat, als 17-Jähriger in Erfüllung geht. Sie knien vor ihm und sie sagen, bitte vergib uns, wir sind deine Knechte, deine Diener, deine Sklaven. Und das war nicht nur so eine banale Höflichkeitsfloskel. Sie wussten, dass das eigentlich durchaus so sein kann. Wenn Josef will, dann werden sie ein Leben lang ihm dienen müssen. Und ich finde es total interessant zu sehen, wie Josef dann reagiert. Zuerst mal sagt er, hey, keine Angst, kommt mal runter, beruhigt euch, fürchtet euch nicht, wörtlich übersetzt. Und ich habe das nicht nachgezählt, aber es gibt Leute, die sagen, dieser Satz, fürchtet euch nicht, steht 365 Mal in der Bibel. Für jeden Tag einmal, damit wir es auch wirklich glauben können, hey, wir brauchen uns nicht von Angst leiten zu lassen. Er beruhigt seine Brüder erstmal und dann sagt er, hey, stehe ich denn an Gottes Stelle? Wir als Menschen haben nicht die Aufgabe, übereinander zu richten. Gott ist der Richter, dem wir verantwortlich sind. Und weil Josef sich hier unter Gott stellt und sagt, Gott spricht das letzte Urteil, deshalb geht es seinen Brüdern gut. Das ist wichtig auch für unser Miteinander, dass wir begreifen, hey, wir stellen uns alle gemeinsam unter Gott. Und deshalb kann es ein gutes Miteinander geben. Und dann deutet er die Geschichte, das, was gewesen ist, mit einem Satz. Das ist der wichtigste Satz überhaupt in der Josefsgeschichte. In der Lutherübersetzung heißt der, ihr gedachtet es böse zu machen, Gott aber gedachte es gut zu machen. Und oft gibt es wirklich beides direkt nebeneinander. Menschen, die Böses im Sinn haben, Menschen, die es nicht gut meinen mit uns, die vielleicht sogar üble Sachen sich ausdenken und planen und inszenieren gegen uns. Und da gibt es keine Entschuldigung dafür. Das ist nicht weniger böse, auch wenn Gott es hinterher dann irgendwie hinkriegt. Und dann passiert trotzdem mitten da drin, dass Gott seine Hand drauflegt und dass Gott es umwendet. Und Gott schafft es aus Dingen, die von Menschen böse geplant sind und böse angedacht sind, etwas Gutes werden zu lassen. Das glauben wir. Das hat Paulus so formuliert in Römer 8, als er gesagt hat, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Auch die, die ganz anders gedacht sind. Auch die, die böse inszeniert sind. Und natürlich war das ganz übel, was die Brüder da mit Josef gemacht haben. Und trotzdem sieht Josef, Gott hat es eingebaut in seine Pläne, in seine Führungen. Und dieses böse Angedachte der Brüder, dass sie ihren eigenen Bruder in die Sklaverei verkauft haben, ist ganz Israel gerettet worden vor dieser Hungersnot, an der sie wahrscheinlich sonst zugrunde gegangen wären. Gott hat es gut gemacht. Das sieht Josef sehr, sehr deutlich im Rückblick. Und deshalb ist auch er bereit, Gott darüber zu loben und seinen Brüdern alles zu vergeben. Hat er längst schon gemacht. Und dann gibt er ihnen noch ein Versprechen mit auf den Weg. Ich werde für euch und eure Familien sorgen. Und so ist es dann gewesen. Und Israel hat eine lange, lange, lange gute Zeit gehabt in Ägypten. Dann ist es irgendwann gekippt und sie mussten rausgeführt werden aus der Sklaverei. Aber der Anfang war
wirklich so, dass Gott es richtig, richtig gut gemacht hat und Josef alles dafür tut, dass seine Brüder und ihre Familien ein gutes Leben haben können. Und es ist gelungen, es ist eine neue Vertrauensbeziehung entstanden zwischen ihm und seinen Brüdern. Ich finde es total schön, dass das so die Schlussperspektive ist dieser Josefs Geschichte. Wenn wir genau hinschauen, dann sind es einfach zwei Sachen, die heute besonders wichtig sind. Das eine ist dieser Unterschied, den wir zwischen Josef und seinen Brüdern feststellen, wo uns die Frage vorgelegt ist, wie gehe ich mit meiner Schuld um? Ist sie wirklich bereinigt? Habe ich sie wirklich hinter mir gelassen? Oder drückt sie mich noch? Hole ich sie immer wieder hoch? Und da sind wir wirklich herausgefordert, dem zu glauben, was Gott sagt, immer und immer wieder, dass er uns vollständig vergibt. Dafür ist Jesus Christus gestorben am Kreuz, dass uns unsere Vergangenheit nicht mehr belasten muss, dass Schuld bereinigt werden kann. Und manchmal ist es notwendig, dass man es vielleicht auch unter uns als Menschen nochmal klarstellt, nochmal bereinigt. Wahrscheinlich war der Fehler zwischen Josef und seinen Brüdern auch der gewesen, dass sie nie richtig drüber gesprochen hatten. Sie wussten, das war eine schwierige Geschichte, was da zwischen uns gelaufen ist, und sie wussten, das ist jetzt irgendwie gut geworden, aber sie haben sich nie zusammengesetzt und sich entschuldigt und drüber gesprochen und festgestellt, hey, jetzt ist alles gut zwischen uns. Und manchmal brauchen wir das auch, wenn zwischen uns was schiefgegangen ist, dass wir einfach nochmal klären, dass wir uns entschuldigen, dass wir sagen, aber jetzt lassen wir es gut sein. Und wir stellen uns miteinander auf diese Grundlage, die Jesus geschaffen hat, dass es Vergebung gibt. Und dass es ein bereinigtes Verhältnis und Versöhnung und Neuanfang geben kann. Und das andere, was eben so richtig super deutlich wird in dieser Geschichte, das ist, was für einen guten Gott wir haben. Wie gut er das wirklich hinkriegt mit uns. Dass selbst da, wo Menschen mit Bösem am Werk sind, Gott einen guten Weg eröffnen kann. Dass es ein Happy End wirklich gibt. Das Thema heute heißt Happy End Fragezeichen. Aber dieses Fragezeichen können wir wegnehmen, denn mit Gott gibt es wirklich ein Happy End. Natürlich ist es oft schwer, das zu glauben. Und Josef hat es auch erst im Rückblick erkannt. Und das ist natürlich dieses, was uns oft auch so geht, dass wir, wenn wir drinstecken in den Schwierigkeiten, wenn wir nicht wissen, wie soll der Ausweg aussehen, wenn wir das Gefühl haben, wir sind in einer Sackgasse gelandet und es ist irgendwie ausweglos, dass wir denken, hey, wie soll das werden? Aber Gott hat einen Weg, das dürfen wir glauben. Gott kann die Schwierigkeiten, in denen wir drinstecken, überwinden helfen. Gott hat ein gutes Ende. Kann es mal wirklich schwer sein, da durchzumüssen. Es kann sehr, sehr schwer sein, das zu glauben, daran festzuhalten. Aber am Ende werden wir zurückblicken und sagen, ja, Gott hat es gut gemacht. Vielleicht haben wir es zwischendurch kaum glauben wollen. Vielleicht hatten wir zwischendurch die Hoffnung verloren. Vielleicht haben wir wirklich gemerkt, da gab es andere, die haben ganz andere Ziele verfolgt. Das war wirklich böse, was da geplant war und angezettelt war. Aber am Ende wird Gott es gut machen. Und das ganz, ganz große Happy End, dem gehen wir entgegen. Da werden wir für alle Ewigkeit mit Gott vereint sein, bei ihm im Himmel sein und sagen, hey, was auch immer Schweres gewesen ist, jetzt ist alles gut geworden. Jetzt sind alle Tränen abgewischt. Jetzt ist aller Schmerz begraben für immer. Das dürfen wir glauben. Das hat Josef erlebt mit seinen Brüdern. Und diesen Glauben dürfen auch wir festhalten. Menschen gedenken es manchmal böse zu machen, aber Gott macht etwas Gutes daraus. Ich habe letzte Woche noch mal ein eindrucksvolles Beispiel davon gelesen, das möchte ich euch erzählen. Ich muss da ein bisschen ausholen, tut mir leid. Aber es ist wirklich faszinierend. Ich habe mich die letzten Monate gründlicher beschäftigt mal mit dem Völkermord an den Armeniern. Der Völkermord an den Armeniern war der erste große Völkermord im 20. Jahrhundert. Es gab im damaligen Osmanischen Reich, die heutige Türkei, eine Minderheit von Christen, vor allem Armenier. Das war knapp 10% der Bevölkerung. Und es war eine verhasste Minderheit.
Und es gab immer wieder Übergriffe gegen diese armenische Minderheit. Schon in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es 2 schwere Pogrome, bei denen schätzungsweise bis zu 300.000 Menschen getötet wurden. Sie wurden einfach abgeschlachtet, sie wurden als Freiwild gejagt, sie wurden in Kirchen eingesperrt und dann wurden die Kirchen angezündet und viele ähnliche Dinge, ganz, ganz schlimm. Und das Ganze hat sich dann noch mehr zugespitzt 1915, während des Ersten Weltkrieges. Die Türkei, das damalige Osmanische Reich, hat es als Vorwand genommen, den Ersten Weltkrieg, um diese Minderheit wirklich auszurotten. Und es ist ein von der damaligen jungtürkischen Regierung, so nennt man diese Epoche da, wirklich ein systematischer Plan zur Ausrottung der kompletten armenischen, des ganzen Volkes, was zumindest im Bereich der Türkei gelebt hat. Das ist so beschlossen worden. Und man hat versucht, es durchzuführen, indem man die Leute deportiert hat. Man hat gesagt, ihr müsst alle eure Heimat verlassen und in den Osten ziehen. Und man hat sie wirklich einen ganz, ganz langen Marsch zu Fuß geführt in die syrische Wüste, dahin, wo nichts ist. Und die meisten sind gestorben unterwegs an Hunger, an Wassermangel, an Seuchen, einfach erschlagen worden von Leuten, die sie unterwegs getroffen haben. Und dann sind sie angekommen in dieser Wüste und man hat sie einfach da sitzen lassen. Ohne alles. Ohne Nahrungsmittel. Ohne irgendein Dach über dem Kopf. Und hat einfach darauf gewartet, bis sie sterben. Manche sind auch erst ertränkt worden im Euphrat. Und es gab noch viele, viele andere schlimme Übergriffe in dieser Zeit. Es gab Erschießungskommandos. Vor allem die Elite der Armenier, die mehr so in den Großstädten gelebt hat, die sind einfach umgebracht worden. Es gab willkürliche Erhängungen an vielen Stellen. Es gab diese Szene, wo ich ein Bild habe, wo 16 junge armenische Frauen nackt an Kreuze geschlagen worden sind, einfach um was zu demonstrieren. In Trabzon am Schwarzen Meer hat man die Leute, vor allem Frauen und Kinder, auf Boote geladen, ist rausgefahren aufs Meer, hat sie einfach ertränkt. Der amerikanische Konsul hat einen Bericht geschrieben, dass jeden Tag die Boote rausgefahren sind, vollgeladen und ein paar Stunden später kamen sie leer wieder zurück. Man wusste genau, da muss was Schreckliches passiert sein. In Ostanatolien hat man 20.000 Armenier von einer hohen Klippe gestürzt, wo sie zu Tode gefallen sind. Man vermutet, dass von den 2 Millionen Armeniern, die es gegeben hat, damals 1,5 Millionen gestorben sind bei diesen Übergriffen. Es war wirklich ganz, ganz schrecklich. Und es sind fast nur Waisenkinder übrig geblieben von diesem ganzen Volk, die dann gezwungen worden sind zur Zwangsarbeit, von denen viele dann in den Jahren danach noch gestorben sind an Hunger und Entkräftung. Und die Deutschen haben leider keine so gute Rolle dabei gespielt. Es gibt zwar alarmierende Berichte von deutschen Diplomaten, die das alles mitbeobachtet haben. Und auch der wichtigste Bericht über diesen Völkermord an den Armeniern stammt von einem deutschen Pastor, Johannes Lepsius. Aber weil eben Erster Weltkrieg war und weil die Türken oder das Osmanische Reich der Hauptverbündete war der Deutschen, deswegen hat man einfach weggesehen. Das ist eine große Last, die wir da auch geschichtlich mittragen. Und lange war dieser Völkermord an den Armeniern überhaupt kein Thema irgendwo, weil die Armenier eben auch keinen eigenen Staat hatten, sondern so eine Minderheit in verschiedenen Staaten da im Vorderen Orient waren. Und erst so in den letzten 20, 30 Jahren hat sich das geändert. Dazu hat einen großen Beitrag geliefert, dass das Europäische Parlament da mal richtig Flagge gezeigt hat und gesagt hat, dass es für uns eine Bedingung für den EU-Beitritt der Türkei, dass sie stehen zu ihrer geschichtlichen Verantwortung und das einräumen, dass sie die geschichtliche Verantwortung tragen für diesen Völkermord. Das ist 2001 das letzte Mal so bekräftigt worden. Und letztes Jahr dann endlich hat auch Deutschland sich auf die richtige Seite gestellt. Es gab eine Resolution im Deutschen Bundestag, die mit nur einer einzigen Gegenstimme angenommen wurde, die bis heute keiner versteht, wieso die da war, wo unser Parlament, das uns als Volk vertritt, einstimmig mehr oder weniger Folgendes beschlossen hat. Ich lese es euch vor.
Der Deutsche Bundestag verneigt sich vor den Opfern der Vertreibungen und Massaker an den Armeniern und anderen christlichen Minderheiten des Osmanischen Reiches, die vor über 100 Jahren ihren Anfang nahmen. Er beklagt die Taten der damaligen jungtürkischen Regierung, die zur fast vollständigen Vernichtung der Armenier im Osmanischen Reich geführt haben. Ebenso waren Angehörige anderer christlicher Volksgruppen, insbesondere aramäisch-assyrische und chaldäische Christen, von Deportationen und Massakern betroffen. Im Auftrag des damaligen jungtürkischen Regimes begann am 24. April im osmanischen Konstantinopel die planmäßige Vertreibung und Vernichtung von über 1 Million ethnischer Armenier. Der Bundestag bedauert die unrühmliche Rolle des Deutschen Reiches, das als militärischer Hauptverbündeter des Osmanischen Reiches trotz eindeutiger Informationen auch von deutschen Diplomaten und Missionaren über die organisierte Vertreibung und Vernichtung der Armenier nicht versucht hat, diese Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu stoppen. Ich finde es großartig, dass unser Parlament so für Klarheit gesorgt hat. Ihr wisst vielleicht ein bisschen, dass die Türken sich da ziemlich aufgeregt haben und dass vor allem Erdogan die türkischstämmigen Parlamentarier, die da mitgestimmt hatten, übel beschimpft hat. Die hätten schlechtes Blut und solche Sachen. Was weniger bekannt ist, und das ist leider auch die andere Seite, ist, ich persönlich finde, dass das in den letzten Jahren eigentlich das größte moralische Versagen unserer Regierung war. Wie sie sich in diesem Ganzen verhalten hat. Ein Grund mehr für unsere Politiker zu beten. 3 Leute haben demonstrativ bei dieser Sitzung des Bundestages gefehlt. Bundeskanzlerin Angela Merkel, Vizekanzler Sigmar Gabriel und Außenminister Walter Steinmeier. Sie wollten nicht mit abstimmen, weil sie feige waren. Und weil sie diesen faulen Flüchtlingsdeal retten wollten, so vorsorglich mal, wer weiß, ob der nicht dann wackelt mit der Türkei, und weil sie diesen Luftwaffenstützpunkt in Incirlik nicht gefährden wollen, den wir jetzt sowieso verlieren werden. Und ich finde es eine Schande. Später hat unsere Regierung sich sogar distanziert und gesagt, wir müssen ja als Bundesregierung nicht die gleiche Meinung haben wie das Parlament. Und das zeigt, wie wichtig es ist, dass wir beten für unsere Politiker. Denn Politik ist nicht nur ein bisschen diplomatisch durchlavieren und ist Interessen ausgleichen. Es geht auch darum, dass wir die richtigen Werte hochhalten. Und Menschenwürde und Menschenrechte und das, was unser Grundgesetz verbirgt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist einfach noch ein bisschen wichtiger als, wo können wir ein paar Soldaten stationieren. Okay, das war eigentlich nur der Vorspann zu dem, was ich erzählen wollte. Dass ihr das ein bisschen einsortieren könnt. Es gab in dieser Zeit, als der Völkermord an den Armeniern stattgefunden hat, eine ganz, ganz großartige Ausnahmeerscheinung. Und zwar haben 7 Dörfer in der Nähe des Mittelmeers sich geweigert, mitzugehen auf diese Deportationsmärsche. Und sie haben sich verschanzt auf einem hohen Berg. Ich habe ein Bild mitgebracht auf dem Musa Dagh. Der ist direkt am Mittelmeer, da geht es 1300 Meter hoch. Und sie haben 40 Tage dort ausgehalten und um ihr Überleben gekämpft. Das war brutal schwierig. Es waren über 4000 Leute, die da oben waren. Die mussten verpflegt werden. Und sie haben, obwohl sie total schlecht bewaffnet waren und kaum Männer dabei waren, fast nur Frauen und Kinder, sie haben 3 große Angriffswellen der türkischen Armee überstanden, haben sich da Schützengraben gemacht und so weiter. Waren also wirklich militärisch auch eine kleine Meisterleistung. Aber dann, nach 40 Tagen, waren diese Menschen auf dem Musa Dagh, auf diesem Berg, am Ende. Wirklich am Ende. Franz Werfel, der österreichische Schriftsteller, hat einen tollen Roman darüber geschrieben. 800 Seiten. Und als sie wirklich wussten, jetzt geht es nicht mehr weiter, sie hatten keine Lebensmittel mehr, sie haben seit Tagen gehungert. Sie wussten, die Türken haben jetzt alles aufgefahren, was es gibt, schwere Artillerie und so weiter. Morgen kommt der Großangriff, den wir nicht überstehen werden. Da haben sie einen letzten Gottesdienst angesetzt, einen Bittgottesdienst,
um Gott anzuflehen, noch irgendwie einen Ausweg zu schaffen und sie zu retten. Und als sie zu diesem Gottesdienst versammelt waren, oben in der Talmulde auf dem Berg, da ist alles schiefgegangen. Da gab es Verrat in den eigenen Reihen. Es gab eine Gruppe, die sie mit aufgenommen hatten, Deserteure aus der türkischen Armee. Die haben miteinander beschlossen, wir lassen die anderen jetzt im Stich. Wir setzen uns ab und bevor wir gehen, rauben wir die ganzen Munitionsvorräte, die noch da sind, und klauen noch sonst zusammen, was wir irgendwo Gutes finden können. Und während diesem Gottesdienst haben sie das inszeniert. Und dann kam es zu Tohuwabohu und dabei ist alles in Flammen aufgegangen, was es da oben auf dem Berg noch gab. Die ganze Zeltstadt, die die Leute da errichtet hatten, dieser hölzerne Altar, den sie gebaut hat, mit einer riesigen Wand dahinter aus Holz und so weiter. Und es ist alles abgefackelt. Und es ist nichts übrig geblieben. Die Leute waren da oben, hatten nichts mehr, hatten keine Decken mehr, hatten einfach alles verloren. Durch Verrat ihrer eigenen Leute. Müsst ihr euch vorstellen, wie die am Boden waren. Ist furchtbar. Aber durch dieses Böse, was diese paar Leute da gegen den Rest dieser verzweifelten Armenier inszeniert haben, ist die Rettung gekommen. 30 Seemeilen draußen auf dem Mittelmeer ist gerade ein französisches Kriegsschiff vorbeigefahren. Und als es Nacht wurde, haben die gesehen, hey, da hinten brennt es irgendwo. Da gab es auch noch Nebel, dadurch hat sich so ein spezieller optischer Effekt eingestellt. Man hat ewig weit dieses rote Leuchten gesehen. Und die Franzosen haben gesagt, wir fahren mal hin und gucken, was da ist. Und dann haben sie gesehen, hey, da gab es dann ein Schild oder eine Flagge, Christen in Not. Und dann haben sie sich erkundigt, sind hingefahren, haben noch ein paar andere Kriegsschiffe zu Hilfe gerufen und dadurch sind 4058 Menschen gerettet worden vor dem sicheren Tod. Eigentlich, weil ein paar Verrückte durchgedreht haben und sich gegen die anderen gestellt haben und ein Feuer entfacht haben auf diese Art und Weise. Das ist so ein Beispiel, dass wir natürlich ist damit das nicht entschuldigt, was diese Deserteure da falsch gemacht haben. Aber es zeigt mal wieder, wie manches Mal die Wege Gottes so laufen können und dass Gott es wirklich schaffen kann, das Böse, was Menschen manches Mal ausdenken, in Gutes zu verwandeln. Ihr Gedachte, das Böse zu machen, Gott aber hat etwas Gutes daraus gemacht. Als zentrale Idee für die kommende Woche möchte ich uns mit auf den Weg geben, immer wieder verwandelt Gott das Böse in Gutes. Vertrau ihm. Im Rückblick wirst du es erkennen. Gott ist wirklich so ein Gott, der es gut meint, der dafür sorgt, dass es gut ausgeht für uns. Und wir werden es sehen. Wenn wir es vielleicht jetzt nicht sehen, wenn wir nicht wissen, wie soll ich das schaffen, wenn sich die Probleme wie Berge vor uns türmen, wenn wir uns in einer ausweglosen Situation gefangen fühlen, Gott kann uns da rausbringen. Gott hat einen Weg für uns. Glaubt einfach, vertraut Gott, dass er das schafft. Und dann brauchen wir manchmal einfach noch viel Geduld. Denn es geht nicht immer sofort. Aber am Ende, wenn wir zurückblicken, werden wir ihn preisen. Denn er ist gut. Amen. Wir werden jetzt Abendmahl miteinander feiern und ich möchte euch wirklich einladen zu kommen. Kommt einfach, habt eure persönliche Begegnung mit Jesus und egal was ihr braucht, vielleicht gibt es wirklich so ein altes Schuldpaket, was ihr noch abladen müsst. Schaut, dass ihr es nicht heute wieder mitnehmt, dass ihr es wirklich da lasst. Dafür ist Jesus gestorben. Oder vielleicht steckt ihr gerade in einer richtig schwierigen Situation, wo ihr nicht wisst, wie soll das weitergehen? Wie kann ich glauben, dass das gut ausgehen soll oder so? Dann kommt einfach und holt euch Kraft bei Jesus. Er hat einen Weg für euch. Holt euch Hoffnung. Holt euch das, was ihr braucht, um durchhalten zu können, um
die Ausdauer zu haben, die ihr braucht. Und am Ende werdet ihr sehen, er hat das Böse in Gutes verwandelt. Und es war richtig, ihm zu vertrauen und zu ihm zu kommen. Amen.